Hi, ich bin Dominik und ich habe das seltsamste Essverhalten der Welt. Als Kind war ich ultra heikel und habe zum Beispiel von der Pizza immer nur den Rand gegessen. Und es gab auch eine Phase, wo ich über ein Jahr lang jeden Morgen Nudeln zum Frühstück gegessen habe. Auch Sushi habe ich das erste Mal mit 20 Jahren probiert. Meine Essmechanismen sind also mysteriös und komplex. Wieso habe ich das gemacht? Als ob die SpongeBob-Referenz irgendjemand versteht. Doch heute hat sich das gebessert und ich esse fast alles, bis auf ein Lebensmittel. Und zwar Salat. Ich habe in meinem Leben noch nie Salat gegessen und mir wird schlecht, wenn ich das auch nur rieche. Fun Fact, wenn ich mir einen Döner bestelle und da ist Salat drin und ich gebe den Salat dann raus, kann ich ihn trotzdem nicht essen, weil mir das Ganze viel zu viel nach Salat schmeckt. Ich habe keinen Plan, wieso das so ist und ich weiß auch, dass es absolut albern ist, aber ich kann mir in diesem Leben nicht vorstellen, jemals Salat essen zu können. Aber da ich versuche, ein gesellschaftlich anerkannter Erwachsener zu sein, würde ich das gerne ändern. Doch, dieses Video hat natürlich auch einen sehr viel tieferen Sinn und auf den gehe ich am Schluss ein, also schau das auf jeden Fall bis zum Ende. Ich habe also versucht, mich selbst durch eine Reihe von Methoden dazu zu bringen, ein Lebensmittel zu mögen, welches ich eigentlich gar nicht mag. Und ob und wie das funktioniert hat, seht ihr in diesem Video. Okay, das wird jetzt peinlich. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dran. Aber ich werde jetzt zum ersten Mal versuchen, Salat zu essen und mich ekelt es jetzt schon so unglaublich davor. Ich weiß nicht, was mit mir falsch ist. Ich weiß nicht, was mein Problem ist, aber ich habe das so eine harte Blockade. Ich wäre nicht verwundert, wenn ich wirklich Brechreiz bekomme. Es hört sich so albern an und es ist auch absolut albern, aber Salat ist einfach wirklich das Essen, von dem es mich so geisteskrank ekelt und ich weiß nicht warum. Aber ja, here goes nothing. Ich kann das wirklich nicht essen, ich muss mich wirklich übergeben. So schlimm. Kein Spaß jetzt. Ich kann das nicht essen. Ich muss mich wirklich übergeben. Das ist so dumm. Ich kann das nicht. Ich kann es wirklich ohne über... Hey, ich schaue mir das gerade im Schnitt an und das ist ohne Spaß so peinlich. Aber was ist euer absolutes Hassessen? Was könnt ihr nicht essen? Ich befinde diese Situation, Standpunkt jetzt, als absolut aussichtslos. Ich kriege wirklich einen Würgereiz, wenn das in meinem Mund ist. Ich mag nichts davon, weder den Geschmack, die Textur. Ich ekel mich einfach, wieso auch immer, so hart davor. Wie ihr gerade gesehen habt, scheint meine Situation absolut hoffnungslos. Doch ich wollte nicht aufgeben und habe mich an die Recherche gemacht. Dabei bin ich über wahnsinnig viele interessante Sachen gestoßen und habe diesen Plan hier gebastelt. Laut diversen Studien mag man ein bestimmtes Essen nicht von Natur aus nicht, sondern man mag es nicht, weil man damit im Unterbewusstsein irgendein unverarbeitetes Trauma hat. Das ist jetzt wahrscheinlich etwas extrem ausgedrückt, aber anscheinend habe ich ein unverarbeitetes Trauma mit Salat. Viele Menschen zum Beispiel mögen keine Pilze, da sie damit Fußpilz assoziieren. Auf jeden Fall ist diese Abneigung nicht angeboren, auch wenn sie sich manchmal so anfühlt. Das heißt, ich habe einfach nur ein gestörtes Verhältnis zu Salat. Das Ganze ist gut für mich und schmeckt wahrscheinlich auch gut, jedoch weiß das mein Kopf noch nicht so wirklich. Und das muss ich ihm beibringen. Ich dachte mir, es wäre wahrscheinlich hilfreich, den Salat als erstes mal in etwas zu verwandeln, welches ich schon kenne und gerne trinke oder esse. Und ich hatte auch schon den perfekten Plan dafür. Isst du gerne Salat? Nein? Ich auch nicht. Ich habe mir hier aus einem Magazin ein Smoothie-Rezept rausgesucht, wo irgendwelche Blätter dabei sind, keine Ahnung was das ist, aber das werde ich auf jeden Fall durch Salat ersetzen und hoffe, dass ich so meinem Ziel näher komme. So, das Ganze sieht zugegebenermaßen nicht mal schlecht aus und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Allein, dass ich weiß, dass da Salat drinnen ist, ekelt mich ein wenig. Perfekt. Das schmeckt großteils nach Kiwi und nach Banane. Jedoch ist auch ein bisschen Salatgeschmack drinnen, was perfekt ist, weil Kiwi und Banane mag ich extrem und somit ist der Salatgeschmack auch kein Problem mehr. Das heißt, meine beste Strategie wird also sein, dass ich den Geschmack des Salats mit anderen Sachen überlager und somit meine Toleranz ein wenig aufbaue. Mein erster Versuch funktionierte also gut und ich war jetzt absolut motiviert, meine Geschmacksnerven noch mehr auszutricksen, um das Ganze noch schneller
besser zu machen. Ich hatte folgenden Gedanken. Alles, was ich will, ist Salat essen zu können. Warum kann das Ganze nicht schmecken wie irgendwas, das ich schon mag, wie Schokolade oder so? Und dann hatte ich die Idee meines Lebens. Ich mobilisierte alle meine drei Gehirnzellen gleichzeitig und erfand etwas, was ich persönlich als einer der wichtigsten Erfindungen der Menschheit und der modernen Zeitrechnung bezeichnen würde. Und zwar den Iss-was-du-willst-Inator. Und der funktioniert folgendermaßen. Hier in diesem Glas ist Schokolade und ein Donut. Zwei Sachen, die mir persönlich wahnsinnig gut schmecken. Und hier in diesem Teller ist Salat. Etwas, das mir nicht so schmeckt, aber das wisst ihr mittlerweile. Was jetzt passieren wird, der Geruch von diesen Süßigkeiten hier geht durch diesen Schlauch direkt in meine Nase. Und während ich dann Salat esse, wird dieser Geruch den Geschmack von Salat überdecken und ich werde kein Problem haben, diesen Salat zu essen. Aber Dominik, höre ich euch sagen, ist es nicht viel einfacher, das hier nicht zu bauen und einfach etwas zu nehmen und daran zu riechen, während man Salat isst? Ja, genau, das ist viel einfacher, aber es wäre fürs Video nicht lustig. Okay, kurz Moment, Freunde. Es funktioniert perfekt. Es funktioniert einfach perfekt. Es funktioniert perfekt. Es schaut vielleicht albern aus, aber wenn es funktioniert und albern ausschaut, dann ist es nicht albern. Es stellte sich also langsam aber sicher Fortschritt in meinem Salatproblem ein und das nur, weil ich ein paar psychische Hürden überkommen konnte. Jedoch war es trotzdem nicht so, dass ich Salat freiwillig essen würde, wenn es noch andere Optionen geben würde. Und da hatte ich die nächste Idee. Was ist, wenn Salat die einzige Option wäre? Also habe ich das getan, was in meiner Situation jeder tun würde und habe für die nächsten 24 Stunden eine Regel eingeführt. Zuerst wollte ich nur 24 Stunden lang Salat essen, das schien mir aber zu extrem. Können wir kurz drüber reden, dass ich mich für vergangene Videos regelrecht gefoltert habe und jetzt sage, dass 24 Stunden lang Salat zu essen mir zu extrem ist? Was ist los mit mir? Und ich habe die Regel gebildet, dass ich für jede Mahlzeit, die ich essen muss, einfach Salat als Beilage dazu essen müsste. Egal, was ich essen wollte, es musste Salat dabei sein. Frühstück? Nur mit Salat. Du willst Kaffee trinken, Dominik? Nur mit Salat. Kaugummi? Klar, aber nur mit Salat. Somit war ich also gezwungen, meiner Abneigung immer wieder ins Gesicht zu sehen und das Ganze somit wegzutrainieren und zu übergehen. Um sozusagen meinen Yo, ich mag Salat Muskel regelmäßig zu trainieren. Und jedes Mal, wo ich das tat, fiel es mir viel leichter. Und das Ganze war langsam aber sicher erfolgreich. Salat ist zwar immer noch nicht meine erste Wahl, aber ich bin zuversichtlich, dass sich das auch noch bessern wird. Dieser Kampf war also wirklich nur in meinem Kopf. Und obwohl das Ganze wahrscheinlich einfach nur peinlich von außen aussah, hat es mich viel Energie gekostet, mich da jedes Mal zu überwinden, etwas zu essen, was ich überhaupt nicht essen wollte. Ich wollte hiermit testen und beweisen, dass man einfach nur durch seine Gedanken innerhalb von ein paar Tagen seine Präferenzen ändern oder überschreiben kann. Doch was ich hier in diesem Video gemacht habe, müssen wir vielleicht alle mal machen. Und zwar nicht mit Salat, sondern mit etwas anderem, und zwar Insekten. Mit der steigenden Population sind Insekten laut diversen Untersuchungen der einzige Weg, um die ganze Welt ausreichend ernähren zu können. Viehhaltung, also Schweine und Kühe und so, ist einfach nicht nachhaltig genug und schon alleine wegen der Umwelt nicht auf die Dauer machbar. Und um bei mehr Menschen eine Nahrungsknappheit, vor allem in proteinreichen Lebensmitteln, zu vermeiden, sind Insekten unser bester Weg. Glaub mir, ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich hätte auch viel lieber Steak als glasierte Heuschrecken. Allerdings müssen wir uns auch vor Augen führen, dass unsere Essgewohnheiten sehr eigen und deformiert sind. Warum ist es eklig, Heuschrecken zu essen, aber Milch zu trinken nicht? Und ich rede hier so, als wüsste ich alles besser. Ich würde es, glaube ich, nicht übers Herz bringen, Heuschrecken zu essen. Und ich trinke echt gerne Milch. Aber ich meine, wenn man drüber nachdenkt, die kommt aus dem Euter einer Kuh. What the f***? Aber Dinge werden sich ändern und Essgewohnheiten werden sich wandeln müssen. So wie sich meine Essgewohnheit in Sachen Salat geändert hat. Wow. Wer hätte gedacht, dass ein Video, in dem ich einfach nur versuche, Salat zu mögen, eine komplexe, tiefere Message hat. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann werde ich vielleicht wieder einen fürs Team nehmen und werde mich dazu bringen, innerhalb von einer Woche Insekten zu mögen. Ich habe auch keine Ahnung, warum du mir gerade die letzten Minuten zugesehen hast, wie ich verzweifelt versuche, Salat zu essen. Aber wenn du schon mal dabei bist, kannst du dir auch gerne meine anderen Videos ansehen. Die sind gut, ich versprech's. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bewerte es bitte positiv. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, kannst du diesen Kanal gerne abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleib gesund und mögen alle deine Träume wahr werden. Peace!